dieses Jahr eröffnet der Film Akte Grüninger, die Geschichte eines Grenzgängers von Alex Bonner, die Filmtage. Ein Film, der eine ganz wichtige historische Situation aufgreift. Bitte lassen Sie uns rüber. Schießen Sie. Wir gehen nicht mehr zurück. Ganz spannend an diesem Film ist, dass wir den Stoff schon mal gesehen haben von Richard Dindo, Grünigers Fall, dokumentarisch aufgearbeitet. Und jetzt haben wir diese Fiktionalisierung des Stoffs, wo klar wird, dass diese ganz wichtige historische Moment und diese historische Figur in einem Netzwerk operiert haben. Und das gefällt mir sehr an diesem Film, dass man diese Verbindungen sieht, dass man sieht, wie die Schweiz damals funktioniert hat und wie einzelne Figuren mit dieser Geschichte verknüpft sind. Dass mit sofortiger Wirkung alle illegalen Einreisen aufhören müssen. Was passiert jetzt mit mir? Gegen Sie gibt es Anschuldigungen. Machen Sie die Augen auf. Da warte ich Bericht in einer Woche. Es bleibt es foolish, wenn wir ein Exempel statuieren. Hey, halt! Ich mache nur meine Pflicht. Ich bin mir ganz sicher, dass dieser Film auch Debatten auslösen wird. Er wird Fragen aufwerfen, aber er wird uns auch wirklich alle anregen, wieder einmal miteinander zu diskutieren über die Schweiz und über diese Geschehnisse, die hier in der Vergangenheit liegen. Je suis très heureux de voir enfin se réaliser un rêve, accueillir dans mon petit pays les plus belles représentantes d'une grande nation. Wenn man natürlich an die Solothurner Filmtage kommt und Schweizer Filme schaut, die von Schweizerinnen gemacht wurden oder werden, die aber irgendwo auf der Welt leben können oder eben von Leuten, die in der Schweiz leben. Schweizerin oder Nicht-Schweizer, das kommt nicht drauf an. Das ist ein Malade, c'est vous! Nous avons décidé, mes collègues et moi, de garder les filles chez nous. Manquez pas d'air. Win-win. Wir haben dieses Jahr diesen Bogen von den Komödien, die ja dieses leichte, eskapistische auch haben, dass man sich flieht in die Unterhaltung und dann diese Migrationsfilme, die sehr ernst sind, die wirklich manchmal auch traurige Schicksale aufgreifen. Das sind wirklich solche Tendenzen, bei denen man spürt, da brennt was, da ist was los in der Gesellschaft. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der immer wieder hier in Solothurn auch verhandelt wird. Was ist der Schweizer Film? Was bewegt die Schweiz? Und so sind die Solothurner Filmtage wie auch eine Art Seismograph. Sie geben Auskunft darüber, was im Moment die Filmschaffenden bewegt. À 18 ans, mon père abandonne ses études pour devenir révolutionnaire professionnel. Und wenn da einer putzt und kocht und Kinder hütet und die Frau muss arbeiten gehen, so ist das von mir aus gesehen ein Ausweichen vor der Normalität. Der diesjährige Gast der Rencontre ist Peter Liechti, einer der wichtigsten Dokumentarfilmer der Schweiz. Ich denke, das Spezielle an Liechti ist, dass er seinen Weg geht. Das macht er wirklich ohne Kompromisse. Was sag ich jetzt? Klappt nicht, was ich mache so. Was machst du denn? Ja, einen Fehler habe ich gemacht. Ich versuche mir eine möglichst vielversprechende Versuchsanlage zurechtzulegen am Anfang einer Arbeit. Und dann geht's los und dann ist das für mich ein persönliches Abenteuer. Dieses Jahr beschäftigt sich der Fokus mit dem Thema Haltung, nämlich dass der Autor ganz klar weiß, was er will, was er über ein Thema sagen möchte. The Act of Killing, ein Film, der im Fokus prominent platziert ist, der hat den Europäischen Filmpreis gewonnen für den besten Dokumentarfilm. Und das ist ein Film, der wirklich auch ganz klar mit dieser Haltung arbeitet und dort auch wirklich eine Aussage machen will mit dieser extremen Gewalt, die ganz klar manifest wird und die auch dann den Zuschauer wirklich durcheinander bringt. Guten Tag, schön, dass Sie da sind. Haben Sie sich schon vorgestellt? Eine wichtige Neuerung ist das Nachtprogramm. Wir haben eine spezielle Schiene, in der wir Filme zeigen für Nachtschwärmer, die die ganze Nacht durch auch Filme schauen möchten. Ich habe nie behauptet, dass es leicht sein würde. Ich fühle mich disco, ich bin so high. Und die zweite Neuerung,
Das ist eine Schiene für die Familien. Das sind 3 Bücheradaptionen, die wir zeigen, die man wirklich mit der ganzen Familie anschauen kann und dann auch sich halt Gedanken darüber machen, was ist jetzt diese Schweiz in diesen Filmen, wie beeinflusst das auch unser Kulturgut, das wir hier mittragen, dass das nicht nur bei den Erwachsenen geschieht, sondern schon bei den kleinen Kindern. Und immer daran denken, es geht kein Spanisch.